Hallihallo, du lieber Steinbock, und herzlich willkommen hier in diesen wunderbaren Märzenergien. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe hier eine Schutzkarte gezogen für dich, also das, was dich dieses Monat sowieso automatisch begleitet, wo aber auch so ein bisschen der Schutz drüber liegt, da jeweils mit den Rückblättern. Hier eine Themenkarte und was die geistige Welt hier noch dazu sagen möchte. Impulse, wie man damit umgehen kann, was da wichtig wäre, und dann so ein bisschen ein grober Verlauf generell jetzt durch den März beziehungsweise durch dieses Monat, wo jetzt einfach ja Entwicklung für dich passieren will. Und was ich schon wunderschön finde an der Stelle, ist, dass du hier die Transformationen hast, die Visualisierung hast, die wirbelnde Kraft der Allliebe und des ewigen Lichts reinigt, erneuert, vitalisiert deine Lebensenergie. Und das, was ich so das Gefühl habe, ist, du befindest dich gerade in einem Sturm, wo du nach außen hin ein bisschen blockiert für dich bist. Und zwar nicht im Sinne von einer Blockade, die jetzt zum Wegräumen ist, sondern von einer Schutzblockade, so irgendwie, damit du dich jetzt entfalten kannst, damit du dich spürst und damit du diesen Zustand in dir des Seins aktivierst, um wirklich in dir anzukommen, um ruhig zu werden, um deine Geheimnisse in dir zu finden und einmal wirklich nicht mehr so im Außen, ja, weil wir haben hier auch im Außen, war es einfach laut um dich, ja, irgendwas hat hier immer gezwitschert, und ich bekomme es aber nicht nur im Außen, ich bekomme jetzt nicht nur ein Umfeld hier bei dir, sondern ich bekomme auch viel deiner inneren Stimmen, die immer wieder so hineingezwitschert haben, ja, und damit gehst du jetzt raus, weil hier sich einfach ein Tor für dich öffnet, wo du dich jetzt annehmen kannst, wo du dich hingeben kannst und wo du in eine ganz eine neue Lebensenergie eintauchen kannst für dich, weil etwas Altes tatsächlich bereinigt wird. Das ist zwar vielleicht jetzt noch wie ein Wirbelsturm, und das kann schon sein, dass das da jetzt immer wieder so ein bisschen rüttelt und schüttelt und du das auch körperlich spürst. Ja, das kann sein, weil du bist hier auch aufgefordert, etwas zu tun, nämlich deine eigene Leidenschaft in dir zu finden, die du hier nicht ausgelebt hast bisher, noch nicht zur Gänze zumindest. Das haben wir hier auf der Schattenseite. Und jetzt geht es darum, wirklich zu springen, dich anzunehmen und dadurch den Aufbruch zu wagen, deiner eigenen Herzlinie gegenüber, deinem Herzerwachen gegenüber, deinen Seelenplan gegenüber, wirst du jetzt einfach deine Linie fahren, und das ist wunderschön. Das heißt, du gibst hier jetzt einfach einen neuen Weg an, indem du zuerst in dir selbst deine Geheimnisse findest, selbst einmal offenbarst in dir, um was es geht, und ich glaube, das ist so eine kleine Mutprobe auch, ja, aber in Wirklichkeit hast du ja schon Sehnsucht danach, und durch diese Entscheidung kommt jetzt die Belohnung, kommt der Joker für dich, öffnet sich das Tor quasi, und du wirst dann bereit sein, hier, und das, da nehme ich schon sehr stark dich wahr, den Kelch quasi der Liebe für dich einmal bereitzustellen, um in die Fülle einzutauchen, ja, also du gibst hier einen Kelch von dir heraus in die Welt, in dein Leben. Ich weiß nicht, wem oder was du gegenüber überall diesen vollen Kelch hinreichen möchtest. Ich habe das Gefühl, es geht um Situationen, um Personen, um dich selbst, ja, dass du dir selbst den Kelch der Liebe überreichst, auch ein Angebot aus Liebe machst. Hier warst du irgendwie in der Zurückhaltung, auch was deine Umsetzungsenergie betroffen hat, war hier irgendwie so wie eine Zurückhaltung drin, ja, sowohl in der Weiblichkeit, die hat sich ein bisschen versteckt, was die Visionen betroffen hat, als auch in deiner männlichen Energie, was die Umsetzung betroffen hat. Vielleicht warst du hier auch sehr eingespannt mit anderen Themen, mit anderen Personen, sehr in der Verantwortung, mit irgendwas drinnen. Ja, kann jetzt auch ein Arbeitsfeld sein. Wir haben den Anker hier liegen, der steht ja auch für Beruf und so weiter. Also hier waren auf jeden Fall Situationen drinnen, die dich ein bisschen eingeschränkt haben, die dich ein bisschen eingesperrt haben, wo du zugelassen hast, dass du einfach für dich ein bisschen klein geworden bist. Und jetzt sagst du aus, ich will so nicht. Ich lüfte jetzt den Schleier, ich stelle alles in Frage, was hier nicht mehr für mich stimmig ist, und erlaube auch, dass das aus meinem Leben treten darf. Wunderschön. Das heißt, du gibst hier wirklich mit deiner inneren Herzempfehlung, gibst du hier bei Situationen einfach nach. Du gibst nicht auf, sondern du gibst nach. Du gibst deinem Seelenplan nach und lässt das aus dir heraus wirken. Ja? Ich hoffe, man versteht, was ich da jetzt gemeint habe. Wunderschön, also auf jeden Fall wirklich wunderschön, weil dein Inneres jetzt immer lauter und immer stärker wird und deine Hingabe dir gegenüber selbst geöffnet wird. Und das ist dieses magische Tor, was jetzt dein Leben quasi wirklich verändern wird und wo du dann auch wirklich die Bereitschaft hast, auch auf Situationen, auf Menschen, auf alles Mögliche zuzugehen, um quasi
die Situation zu bereinigen. Anders kommt es ja nicht, ja, damit du hier die Fülle in der Transformation tatsächlich erleben kannst. Wir haben ja noch Glaubenssätze, die so ein bisschen die Gefühle vielleicht unterdrückt gehabt haben, aber das geht jetzt raus, weil du hier im Neuanfang drinnen bist und erkennst, dass du über diesen Glaskokon oder über diese Situation einfach längst herausgewachsen bist. Du bist längst herausgewachsen und bist jetzt bereit, wieder tiefe Gefühle zuzulassen, wieder in den Fluss zu kommen, in deine Schöpferkraft, in deine eigene Stabilität, um hier noch einmal den Kompass, um hier wirklich deine Richtung, dein Leben zu erleben. Und das Resultat siehst du hier noch nicht und das soll auch gerade so sein. Es soll auch gerade so sein, du lässt dich jetzt wirklich so auf dich ein, dass du jetzt gar nicht zu viel die Weite siehst, sondern jetzt wirklich auf das Hier und Jetzt quasi eingeschlossen wirst, um dich dort zu spüren, wahrzunehmen und dort dann die Kraft zu haben, auszubrechen, dich zu entfalten und deiner wahren Natur zu entsprechen. Wunderschön. Also es ist gar nichts schlimm, sondern es ist alles großartig. Du wirst jetzt dorthin gebracht, dich wirklich um 180 Grad zu drehen, nicht weil du falsch bist, um Gottes Willen, sondern weil einfach deine Leidenschaft und dein Feuer noch gar nicht so rauskommen konnte, wie es eigentlich den Seelenplan will. Wunderschön. Also ich wünsche dir eine spannende, tolle Zeit auf deinem Weg, du lieber Steinbock, in eine neue Ära. In Fülle, in Glück, in absolute, wunderschöne Zufriedenheit. Ja, aber im Sinne von, ich tue trotzdem was für mich und bleib nicht stehen, sondern ich darf jetzt wirklich einfach einen neuen Weg gehen und damit finde ich Frieden, so ist das gemeint, mit meiner Vergangenheit, mit dem, was war und bin da. Bis dann, du lieber Steinbock. Ich freue mich sehr. Baba.